Moin Moin, herzlich willkommen in Linkes Welt. Heute ist wieder die Grüte da. Ja, und heute haben wir uns richtig viel vorgenommen. So richtig viel. Mal sehen, ob wir alles schaffen. Ich befürchte nein, aber wir geben alles. Ja. Ja. Scheiß auf Rückenschmerzen, scheiß auf Nasenschnupfen, was auch immer. Wir legen los und ihr seid dabei. Ab geht's. Ja, ich habe mal wieder einen kleinen Brief bekommen, und zwar von MD, also von Marius, und habe da einfach mal ein bisschen was bestellt, weil ich ein bisschen was brauchte, und ich finde es immer wieder faszinierend. Seht ihr das? Das ist sehr liebevoll gepackt. Ja, jetzt muss ich erstmal die Teile sortieren und gucken, was ich daraus mache. Das soll für die Waggonbeleuchtung. Ich wollte einfach mal die ausprobieren. Ja, mit den Blenden fand ich eigentlich sehr interessant für die Wagen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich dieses Puzzle löse und welche Wagen ich damit ausbauen kann. Und danach gucke ich mal, ob ich damit auch zufrieden bin. Ich bin sehr gespannt und werde euch berichten. Doch nochmal melden, vorab schon mal. Also, ja, was ich ein bisschen schade finde, ist natürlich auch diese Druckqualität. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist hier richtig nicht nur ein weißer Streifen, sondern richtig eine Furche im Plastik. Ja, oder hier total wellig. Und halt auch diese Kästen. Guckt euch mal die von der Seite her, ne? Da sind aber auch alle so. Die brauche ich wahrscheinlich ja sowieso nicht, weil ich da ein bisschen improvisieren werde. Also ich finde das schon echt schon der Plastikqualität grenzwertig. Jetzt bin ich mal ein bisschen am Schauen und am Puzzeln, wie das zusammengehören könnte. Mal sehen, ob ich da geistig weiterkomme. Ich bin sehr gespannt. So, da wir ja letzte Woche diesen Paternoster gebaut haben, konnte man es nicht lassen und hat einfach weitergebaut. Unmöglich, unmöglich. Und zwar haben wir hier unseren Werktisch, wo auch dann die Gleise aus dem Paternoster rausfahren können. Und dann kann man an den Loks programmieren. Mal gucken, was hier für ein Gleisbild entsteht. Wie gesagt, das ist nicht zur Gestaltung, sondern nur zur reinen Arbeit. Also daher ist das erstmal auf die Arbeitsplatte, damit ich hier auch wirklich alles machen kann. Ob es jetzt irgendwelche Einstellungen sind bei den Loks oder auch vielleicht umsetzen. Ne? Wenn die vom Brocken runterkommen, müssen sie ja auch wieder an die andere Seite, die Lok. Mal gucken, was ich da noch so schöne Ideen finde, was man hier so alt machen kann. Auf jeden Fall wird es meine neue Bastelecke und deswegen habe ich einen schönen großen Platz mir bereitet. Ja, auf der anderen Seite habe ich jetzt mittlerweile auch schon mal das untere Gleis eingebaut und die Plattform für das obere gemacht. Auf der Höhe wird dann auch der Bahnhof Schurke kommen. Das ist jetzt ein paar Zentimeter höher geworden, weil aufgrund des Altbaus der Paternoster ja ein bisschen aufgebockt werden musste, weil alles schief und krumm ist. Ist aber halb so schlimm. Das geht jetzt auf Bodenniveau, das mittlere. Das untere kommt weg. Das kommt dann hier oben rauf. Und das mittlere, das geht dann hier irgendwie in der Halle auf Bodenniveau runter, dass wir dann auch wieder hier auf Bodenniveau zurück in die Werkstatt fahren können. Aber der Anfang ist gemacht, der schwierigste Part, ja, weil man muss ja hier alles ranfummeln. Jetzt haben wir schon mal sozusagen ja, drei Ebenen geschaffen für den Paternoster. Jetzt fehlen nur noch drei oben und man friemelt sich so langsam durch. Ja, der Anfang ist gemacht. Mit der Einfahrt vom Bahnhof Schurke. Das ist jetzt schon mal aufgebockt. Und dann würde ich da hinten mit dem Bahnhofsbereich weitermachen, aber auch natürlich parallel mit der Runterfahrt, weil sonst muss ich nachher noch mehr Wege machen als nötig. Deswegen wird jetzt erstmal dieses Stück bis unter diesen Tisch dort gemacht. Da wird ja auch schon mal so, sagen wir mal, 2,5 Meter, die man mit Gefälle schon mal bestücken kann und dann runtergehen kann. Und dann geht es mit dem Bahnhof Schurke weiter. Dann brauche ich mich hier nicht immer außen rumlatschen, sondern kann erstmal hier noch rübergehen.
für dieses kurze Stück und dann sehen wir weiter. Ja, aber jetzt hat man auch erstmal einen Eindruck, in welchem Bereich, mit die Bretter kommen dann auch weg, man hier durchkommt, aber das geht eigentlich ganz gut. Wir schauen uns jetzt mal von der Seite nochmal an. Ja, da kommt man eigentlich ganz gut dann hinten in das Kabuff rein, in die Lokwerkstatt. Und wenn irgendwann mal die Säcke hier unten auch weg sind, dann geht es natürlich noch besser. So, das Gleis ist jetzt auch schon mal 5 Meter lang in die Richtung runtergegangen. Das heißt, wir haben schon mal 15 cm ungefähr an Höhe verloren, was schon mal super ist. Jetzt kann ich auch hier vorne den Bahnhof Schurke aufbocken, weil das lange Teil ist drin. Und jetzt muss ich sowieso irgendwie immer runterkriechen und so weiter. Daher passt es eigentlich ganz gut. Ja, da geht es dann hinunter und da geht es in den Paternoster rein. Ja, das Schurke, schon vorgefertigte Grundgerüst, hängt erstmal an der richtigen Höhe und der richtigen Lage. Jetzt muss ich noch die Beinchen anschrauben und das hier ein bisschen absenken, weil es da ein bisschen hoch geht, so um 2 cm, aber dann kann das auch fixiert werden und dann die Anbauteile angebracht werden. So, ein bisschen später sind auch schon die ersten Platten drauf und das Podest ist schon mal bis auf den Lückenschluss hier hinten und der Weiterführung, aber da müssen wir erstmal noch ein paar Sachen beräumen, soweit stehend. Also es ist jetzt langsam Zeit, dass wir hier diese Halle beräumen, leer machen und dann in Ruhe weiterbauen zu können und den Ring hier noch zu schließen. So, jetzt haben wir noch das Bahnhofsgebäude schon mal hier oben rauf positioniert. Also die genaue Lage wird natürlich erst noch ausgerichtet, aber erstmal steht schon mal oben und ist in Sicherheit und nicht mehr dort unten in der Gefahrenzone. Ja, jetzt werden noch die Lücken langsam geschlossen und dann können wir hier auch die Gleise endlich legen und endlich sehen, wie der Bahnhof Schurke hier seinen Platz finden wird. Der Klinke macht hier ein bisschen Holzarbeiten. Für was eigentlich? Weiß ich auch noch nicht so richtig. Nee, für die Gleisanschlüsse an den Paternoster. Ich habe noch keinen Plan. Ich baue jetzt einfach drauf los. Das, weil es immer am intelligentesten ist. Das ist Gedankenstütze. Mal gucken, wie es später aussieht. Das wird nicht genau. Lassen wir uns überraschen. Ja, auch Kröte macht heute mal was richtig Handwerkliches. Ja, und sie lächelt dabei, richtig? Ja, mit Kippe im Maul. Ey, hallo, hier gucken auch Kinder zu. Völlig rabiat und so wie es mir umgeht, völlig hemmungslos. Hier schreibt die Zahl rum. Okay, ich muss auflegen. Kröte habe ich schon mal eingesperrt. Die ist in dem neuen Anbau gefangen. Das ist das Schräge. Ja, aber es ist schon recht fortgeschritten. Das macht Kröte echt super. Die knifflige Arbeit liegt hinter uns, jetzt geht es noch ans Abarbeiten. Ne? Lächel doch mal. Toll hat es gemacht, oder? Fantastisch. Du bist ja schon mutig, dich darauf zu setzen. Hast du gesagt, du baust toll. Ja, aber für Loks und nicht für... Soll ich mal die Füße rummachen? Klo. Ja, wir haben jetzt hier hinten diese Rundung geschafft, vom Schattenbahnhof unten schon mal. Da kommt das Gleis. Geht es dann hier vorbei an Kröte. Hinein in den unteren Paternoster, also oben den unteren. Nicht unten den unteren, oben den unteren. Ja, ich glaube, das verstehen die. Ja. Ja, hinten kommt dann noch eine Platte rein, wenn wir irgendwann soweit sind. Aber erstmal ist das hier geschafft und dann kann irgendwann, wenn das hier alles verlegt ist und geschottert ist, kann die obere Ebene von der Brockenbahn hier rüber, über auf dem Gestell, in den oberen Paternoster eingeführt werden. Möchtest du mal kurz da in die Lücke reinfüllen, damit die sehen, was das für eine schöne Arbeit ist? Ne, du hast doch bis dahin schon geschottert. Oh, die Weiche hast ja gar nicht geschottert. Ja, eben. Weil du da noch nicht wusstest, ob das... Die schöne Landschaft kommt ja hier noch weg. Ja. Ne, da ist ja schon wieder alles okay. Guck mal hier, ein Spinnenwebchen. Ja, saugen müssen wir auch mal wieder. Ne, aber ich finde, hier oben kommt es ja super rein. Ne? Das ist ja tadellos. Hm. Und ist ja auch der alte, grobe Schotter. Das macht sie einfach. Ja, aber
Es geht voran. Hier kann jetzt angesetzt werden. Dann gehen wir mal nach unten. Wenn die Leute verarscht, die sind noch oben. Die haben hier im Prellbock noch gesetzt, weil die Brockenbahn ja hier endet. Und haben schon mal die Stützen für dieses Zwischenstück gesetzt. Jetzt müssen wir noch die Platte oben zusägen. Und dann kommt die hier rauf. Und dann ist auch dieses Gleis dort mit dem Paternoster verbunden. Und man kann eine Kreiselfahrt machen. Jetzt geht's runter. Jetzt geht's runter. Richtig aus. Tschakka. Ja, und unten, wir sind noch nicht ganz unten, aber hier ist ja auch ein schöner Blick, ist das ganze Plateau vom Bahnhof Schirke soweit ready. Jetzt fehlt nur noch das Zwischenstück zum da hinten am Eckernloch, wo dann das Gleis sich hier zum Bahnhof schlängelt. Aber ich gehe mal hier rum, da hat Grüt auch drauf. Hier kommt der Bahnhof Schirke rauf. Geil, ja? Ja, den können wir leider nicht raussägen. Also wir können es versuchen, aber ich möchte das nicht riskieren. Ja, also da geht es dann bald weiter. So sieht es erstmal aus. Schon cool. Was wir geschafft haben. Haben wir richtig schön fleißig geackert. Ja. Richtig viel geschafft. Bei schönem Wetter. Ja. Bei 30 Grad draußen und hier drinnen waren minus 10. So ungefähr kommt das hin. Cool. So, wir sitzen jetzt gut gelaunt auf dem Plateau von Schirke, hinter uns, unter uns. Und haben richtig viel geschafft. Ja. Jetzt sind wir aber auch völlig fertig. Also der Rückenschmerz, die Nase läuft. Deine? Ein bisschen, ja. Jetzt ein Tagebuch haben? Ja, kannst du mir nachher bringen dann, ja. Ja. Okay, dann machen wir erstmal hier die Arbeit. Ja. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und erfreut euch genauso wie wir an den Fortschritten. Haben wir viel geschafft, ja. Ja. Würde ich sagen. Also es ist die Grundlage geschaffen, um noch mehr zu schaffen. Ja. Ja, also nimm dir ein bisschen frei. Quatsch nicht so viel, lass uns weitermachen. Wir legen los. Die nächste Woche beginnt. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Eure Grüte und euer Klinke. Ciao.